Graham Bluebird, Lizzie aus. Ach was. Des Mortes. Nabend, schön, dass du da bist. Okay, die Wasabi-Nüsse. Phil soll sich die Wasabi-Nüsse auf jeden Fall nicht in die Nase stecken. Ist ein ganz lieb gemeinter Rat von Kyra. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, das würde gehen. Also, vom Körper her würde das gehen, sich durch die Nase zu ziehen. Aber ich glaube, das Brennen wäre übelst. Wir haben die richtige Größe. Einmal Wasabi-Nüsse inhalieren. Wer will was über die Nase essen? Phil Bill möchte Wasabi-Nüsse über die Nase essen. Ist bei Erkältung bestimmt hervorragend. Okay, wir gehen raus. Was soll's? Und wir haben die Sprinkleranlage für draußen angestellt. Suche Vater Martin. Ich sehe gar nichts durch den Regen. Hallo? Treppe, okay. Also, unsere Kamera ist echt... Was sind das, Scheinwerfer? Wow! Aber ich sehe sonst nichts. Alter Schawitzki. Das Licht. Das Licht. Ich will gleich wieder rein. Es regnet. Dafür ist ein Schlüssel notwendig. Warte. Kommen wir hier. Nee, das sah eben so aus, als wenn hier nichts drin wäre. Mal das Gebüsch. Oh Gott. Was knackt hier so? Nein! Das Tor! Ich will doch nur raus. Boah. Das ist echt mies, wenn man auf Nachtsicht ist und dann... was war das eben? Das war aber nicht der Baum, oder? Da war eben irgendwas. Scheiße. Okay, nicht so schnell. Ach so, Spiel, was? Eine Frage zum Spiel. Es steht nicht auf der Verpackung, Nüsse nicht in die Nase stecken. Nee, eher bei Kinderspielzeug, ne? So Kleinteile, die man nicht versehentlich verschlucken soll. Wir sind ja nicht in Amerika, Herzog. Okay. Die Geräusche sind mies. Halt mein Bier. Alles klar. Das steht bestimmt irgendwo drauf. Okay. Garantiert. Bitte stecken Sie die Nüsse nicht in die Nase. Was sind das? Das sind Partikel, die hier so lang fliegen. Ne? Die irritieren mich voll. Nein, nicht Batterie. Tu das nicht. Ja, Baby. Noch eine. Wir haben mal 10 von 10. Kriege ich keine Errungenschaft? 10 Batterien von 10 und schon darf ich die nächste wieder verwursten. Warum ist denn hier nichts anderes, wo ich durch kann? Und es ist auch, es ist... Lass mich raten, es ist der Innenhof, oder? Wir sind gar nicht draußen. Das ist bestimmt das, was die Patienten auch denken sollen. Guck mal, du hast Freigang, du darfst nach draußen. Oh, es ist nur der Innenhof. Das ist die Gardine. Oh Scheiße. Okay, wir können tatsächlich mit dem Ding. Also hier die Leiter wieder hoch. Es ist. Oh. Hell for life? Was? Are you? Was? How? Wie sehr, weiß ich nicht. Nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Und ein Dokument, was wir lesen können. Haben wir jetzt uns auch eine Notiz gemacht? Nein. Lass es brennen.
Oh, unser persönliches Kreuz. Das ist so schön ruhig. We are living in America, ja. Ach so, ah, so. We are living in America. America ist wunderbar. Alles klar. Ich dachte, du meintest das andere Lied. Alles klar. So. Auf der Bank liegt ein Dokument. Da war eine Bank. Da war ein Dokument. Ich guck gleich nochmal. Können wir auch lesen. So, das Mortis sagt, ich würde sagen, wenn du krank werden willst, reicht ein normaler Puderzucker, täuscht gut eine dicke Erkältung mit Husten vor und führt zu schweren Erstickungsanfällen. Was hast du für Sachen ausprobiert? Aber auf der Nusspackung von Phil Bill steht, da steht, nur kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Wenn man sich alle Nüsse in die Nase steckt, okay. Oh nein, das war der Wallrider. Ich hab's mir gedacht, ne? Die haben ja irgendwas im Berg gefunden, also von daher. Ihr habt Meerschweinchen in der... was? In der Mikro trocknen und dann auch die Firma auf Fett verklagen. Oh mein Gott, wie bitte? Das bestimmt ist tatsächlich wahrscheinlich schon mal passiert, ne? Okay, ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Ach, das ist schön, dein Pater Martin. Super. Okay, die Bank. Ah! Der Sicherheitsmann kriegt nur noch halbes Gehalt. Oh. Böse, 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 böse. Aus. Ich sehe aus. Okay, auf welcher Bank? Hier sind zwei, da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh Mann! Scheiße! Das war nur wieder so ein Blatt oder ein Partikel oder sowas. Uah. Finde ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht. Ich lasse es einfach. Ich renne jetzt die Treppe hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil wir verlieren jetzt hier nur unsere wertvollen Briefmarken. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn greift um sich. Oh Gott. Ja, schön. Da ist zu, wahrscheinlich. Klar, das ist auch zugekettet. Briefmarken. Batterien, wollte ich sagen. Hast du schon mal Batterien gesammelt? Hä? Hä? Okay, warte mal. Ja, ja, drücke R, um die Batterien aufzusammeln. Okay, am Brunnen. Doch am Brunnen geguckt. Hier ist der Brunnen. Hier auf der Bank. Ist nischt. Da ist nischt. Okay. Da ist nichts. Da ist kein Dokument.
wir dann mit dem Kollegen mit dem halben Gehalt. Und dann ist da wieder die Treppe. Hä, wo müssen wir denn hin? Geh jetzt mal hier lang. Die Geräusche machen einen Kirre, ne? Hier ist eine riesige Felsformation. Hier ist noch was. Hier ist ein Schuppen. Waren wir noch nicht? Hör auf zu knarzen. Da ist der Schlüssel. Und da ist auch noch eine Batterie drin. Oh Gott. Kann ich bitte hier drin bleiben? Werkzeuge. Nee, die sind nur drauf gemalt. Das ist noch nicht mal echtes, oder? Das sind so Platzhalter, damit man weiß, wo was hingehört, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Und da ist der Schlüssel. Und der Schlüssel ist bestimmt für das Ding auf der anderen Seite. Für den Wartungsschuppen, natürlich. Klage wegen Fischvergiftung. Wegen dem Fischmeck bei Mac. War gar kein Fisch drin. Schön. Bei der Sparkasse. Ein Blatt. Ja, da lach mal drüber. Wenn man angespannt ist. Die Kamera mit der Briefmarke nachladen. Danke, Kyra. Die wertvollen Briefmarken, wer kennt sie nicht? Island Boy. Okay, turn that off, it's not for the sweethearted. Welcome. Okay. Nachtwanderung durch den dunklen Wald. Können wir als Fantreffen machen ohne Mond? Ja, super. Ohne Supermond, schade. Und ohne Handys. Allein das wird mindestens zwei in den Wahnsinn treiben, sagt es Mortis. Ich glaube, ich weiß auch, wen du meinst. Und ohne Briefmarken. Verdammt! Nein, nicht ohne Briefmarken! Alles nur nicht ohne Briefmarken! Da ist der Schlüssel drin, ja, habe ich. Da lag eine Briefmarke am Boden. Ja, der knallt die Tür! Selbst wenn man die erst vorsichtig aufmacht, knallt er sie dann auf einmal zu, der Blödmann. Ja, okay, Herzog, ihm fehlen Finger, alles klar. Hast recht. Okay, wir nehmen den Schlüssel. Ich warte jetzt irgendwie auf was noch Mieseres. War schon wieder. Nein, du solltest laufen. Entschuldigung, ich wollte laufen. Das war der Schuppen, ne? Gespeichert. Oh Gott, ist speichert, Gott sei Dank. Kann ich zumachen? Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich rettet mich das auch nicht. Oh Gott. Hier regnet es durch. Was ist das für ein Schuppen? Ja, ist ja gut. 10. Na gut. Irgendwann gehen uns die Briefmarken aus. Da regnet es durch und da ist eine Tür. Was bist du? Aber ganz ehrlich, wenn ich das mal eben so sagen darf, ich finde den jetzt noch nicht so erschreckend. Wir haben eine Notiz gemacht. Okay.
Das Ding im Dunkeln. Das ist ein ganz toller Titel. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Warrider gesehen. Klipp und klar. Okay. Aber hätte... Wenn er uns was tun würde wollen, hätte er uns da nicht schon längst was angetan? Ich weiß es nicht. Riesentasse. Ja, ja, Prost. Da ist mein Tee drin. Ah, der inzwischen kalt ist. Arbeitet er im Sägewerk, ja. Wie war das nochmal? 5 Bier für die Männer vom Sägewerk. Ich kann die Tür auch leise zu machen, ja, wahrscheinlich. Ich bin aber zu fahrig dafür, um das zu tun. Da lag wirklich eine Briefmarke. Oh! Im Schuppen, bei dem anderen Schuppen oder sowas. Weißt du noch, wo Kyra? Beschwert sich. Ja. Ja, 5 Minuten im Chat lesen. Habe ich auch eben gerade gedacht. Ja. Hm. Aber nicht da am Schuppen, oder? Nee, hier liegt Müll und etwas, was wirklich aussieht wie eine Briefmarke. Oh. Blutspuren. Wir sind wieder durch irgendwas Blutiges gelaufen. Achso. Ist hier eine Briefmarke, keine Batterie. Manjo! Mann, jetzt renne ich hier extra rüber. Auf zu Knarzenbaum. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Es ist aber... Da ist eine Leiter, okay. Ich muss aber trotzdem erstmal hier gucken, was doof ist, weil warum sollte hier eine Batterie rumliegen? Also klettern wir die Leiter hoch. Ich muss trotzdem gucken. Hätte ja auch ein Dokument sein können, was da irgendwie rumliegt. Danke. Nächstes Jahr kommt Outlast 3. Ah, okay. Ich gucke gerne zu. Wow. Und anscheinend... Ach nee, hier geht's ja auch noch weiter. Warum sitzt da einer? Sagt er uns irgendwas? Nachladen, alles klar. Okay, du brauchst sie, glaube ich, nicht, ne? Dankeschön. Mach's gut. Immerhin eine Batterie. Ja, hab sie. Hab sie, hab sie, hab sie. Jetzt wird das hier noch ein Jump and Run. Ich glaub's aber nicht. Weiter. Es ist einfach zu dunkel. Ich muss das Ding benutzen. Ach nö. Ach nö. Okay. Ja. Okay, wir haben's. Mhm.
einer Bank. Ich mag auch nicht blind springen, das geht nicht. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, nur noch runter. Kann das sein? Jetzt können wir, glaube ich, hochklettern. Okay, tut nichts mehr. Da ist zu. Und die Batterien, was sind das für Batterien? Dass sie so schnell alle gehen. Sonst nichts. Huch. Ui. Es speichert, Gott sei Dank. Oder nicht? Nicht gut? Hier auf der anderen Seite. Okay. Ich muss mal die Tür ausprobieren. Oh. Das ist besonders schön. Okay, aber ich glaube, das tut uns nichts. Nein, da liegt eine Batterie. Ich will nur die Batterie nehmen, danke. Ich blute nicht für dich. 8 von 10 haben wir noch. Und die gehen so schnell alle. Warum? Ah, wir müssen mal runterspringen. Super. Izzy sollte mit Rainbow das grandiose Resident Evil 6 fertig spielen. Das haben wir doch fertig. Und nochmal spiele ich es bestimmt nicht. Das Mod ist wäre für The Division und ich darf nicht in Chat gucken, wenn ich das mache hier. Gespeichert. Wie groß ist das denn hier, verdammt nochmal? Was will der hier? Wer gibt denen den Ausgang? Und er kommt genau in meine Richtung? Geh weg, du! Vor allem, wenn es blitzt, sieht er uns, ne? Wow. Da ist zu, sehe ich das richtig? Ich sehe gar
nichts. Da kann ich 10-mal sagen, da ist zu. Ich sehe nichts. Ich glaube, wir müssen dahin, wo das Licht ist. Na, ich glaube, da können wir weiter klettern oder sowas. Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er. Okay, ich versuche mich mal am Baum da zu halten. Oder an dem Baum zu halten. An dem Baum zu halten. Oh Gott, Mann. Keine Ahnung. Da geht es überhaupt nicht hin. Scheiße. Wo ist der Baum? So ein Stich, du blöde Batterie. Wo ist er? Ich kann hier hoch. Ich kann hier hoch. Oh Gott sei Dank. Nützt mir das irgendwas? Ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich muss. Ist das richtig? Ich kann jetzt auch die Batterie nicht wechseln. Hier am Vorsprung. Scheiße. Oh Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Sollte ich springen? Warte mal, kann ich die Batterie wechseln? Ich muss mal eben gucken, wo ich bin. Ich sehe gar nichts. Wir können hier runter. Ja? Können wir hier runter? Ah! Sich dann sowas einfallen lassen. Hier so eine komplette... Sowas komplettes hier nur im Dunkeln zu machen. Da geht's weiter. Ich glaube, hier sind überall nur Mauern, ne? Ja, sehe ich richtig, alles klar. Da, dann ist das schon richtig, da hoch zu laufen. Wo hast du denn jetzt da? Wer ist denn Evil 7? Ja, da gibt es ja keinen Multiplayer. Nein! Bitte nicht! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich laufe jetzt einfach. Nein! Nein! Doch! Das ist das Loch! Das ist ein Loch! Das ist ein Loch! Oh Gott! Gerade rechtzeitig gesehen. Was? Vater Martin auf der Frauenstation? Oder steht er? Okay. Vater Martin auf der Frauenstation. Da sollen wir rein, aber ich muss mal eben kurz hier gucken.